Willkommen vor den Empfangsgeräten. Ich bin Mongoons Jakob von den Frakta und ich bin in Barrier X. Super fast Void Map. Also ich habe keine Ahnung, was das für ein Spiel sein soll. Ich weiß bloß drei Dinge bis jetzt über das Spiel. Erstens ist es mit der Unity Engine gemacht. Bin jetzt einfach mal gespannt, was sie draus gemacht haben. Oder was da überhaupt gemacht wurde. Zweitens, es wurde sehr, sehr deutlich direkt schon, wenn man das Spiel startet, gewarnt, nach dem Schirm mit Unity Engine, dass man das nicht spielen sollte, wenn man Epilepsy hat. Und das dritte ist, es hat eine entsetzliche Musik. Ich zeige euch das mal ganz kurz. Also, gut, reicht schon. Ja? Ich glaube, jetzt ist klar, was ich meine. Das machen wir auch mal ein bisschen leiser. So. Was macht denn jetzt schon wieder? Nein, ich will... So, dann starten wir es mal. Ich hoffe, das war der Startschirm. Also, der Band. Ja. Okay. Don't stay on the red lines. Verstehe ich jetzt nicht. Alter! Das ist ein Geschicklichkeitsspiel. Okay. Weiß ich jetzt schon, was sie mit Epilepsie-Warnung meinen. Ich muss doch wenigstens Level 1 schaffen. Thank you.
Ich geb's auf. Das ist in meinen Augen weniger ein... warte mal. Was an... So. Das hat in meinen Augen auch weniger mit Geschicklichkeitsspiel als mehr mit Glücksspiel zu tun. Weil das läuft so schnell ab. Also ich hab's versucht, mich zu fokussieren, also alles auszublenden, bis auf diese weißen Wände, die auf dieser, auf diesen... Im Prinzip ist das ja, als ob man auf einer auf einer mehrspurigen Autobahn ist. Spuren sind quasi N. N für unendlich. Das heißt, wir befinden auf einer unendlich breiten Autobahn und ab und zu steht auf einer der Fahrbahnen eine weiße Mauer. Wir sollen halt nicht gegen die Mauer ballern, weil dann sind wir kaputt, müssen wir auf den Anfang anfangen. Also, ja. Und das Problem ist, also ich habe mich versucht zu fokussieren auf diese weißen Mauern und dann immer rechtzeitig auszuweichen. Das Problem ist, ob auf der rechts oder links davon gelegenen Fahrbahn auch ein Hindernis ist, das sieht man erst, wenn man den Fahrbahn gewechselt hat. Bedeutet, ich sehe, okay, auf mich kommt eine weiße Mauer zu auf meiner Fahrbahn, ich wechsle auf die linke Mauer, linke oder rechte Fahrbahn und just in dem Moment, wie ich wechsle, kommt da gerade die Mauer und ich baller voll dagegen auf dieser Fahrbahn, auf die ich gerade gewechselt habe. Das heißt, es ist im Prinzip reine Glückssache, ob ich eine Fahrbahn erwische, wo diese weiße Mauer noch ein Stück weiter weg ist. Mir ist absolut unklar, wie ich sowas skillen soll, also wie ich also in meinen Augen ist das ein Glücksspiel. Ich muss einfach das Glück haben, dass im Moment, wenn ich den Fahrbahnwechsel voll durchführe, da gerade nichts kommt, sodass ich immer quasi wenigstens eine Sekunde habe, wo ich abschätzen kann, wie weit diese Mauer noch weg ist, sodass ich die nächsten Fahrbahnwechsel machen kann, um eben runterzukommen. Jetzt will mir das Spiel helfen, indem es mir die Strecke rot anzeigt, auf der eine Mauer kommt. Das ist an sich nett gemacht, sodass ich wirklich immer auf der Suche nach einer blauen Strecke bin. Im Endeffekt ändert das aber nichts daran, dass es weiterhin ein Glücksspiel ist, ob da jetzt nicht zufällig direkt schon die Mauer kommt, wenn ich gerade auf die Fahrbahn wechsle. Ich weiß jetzt zumindest zwei andere Dinge noch. A, warum die einen Epilepsiewarnung direkt vor Spiel sehr groß gesetzt haben. Zweitens weiß ich, was sie mit der Unity gemacht haben. Sie haben, also da kann man jetzt, also die haben das davon genutzt, was die Unity, wobei das trifft es nicht ganz. Unity finde ich persönlich ist eine tolle Engine, wenn man so Landschaften so darstellen will, so Bäume und Himmel und Wasser und so Kram. Das haben die jetzt hier nicht wirklich groß genutzt. Da hätten also für das, was die hier machen, hätten wir auch jede andere Engine nehmen können. Da hätten wir mit Unreal 4 genauso gut aus, das hätten wir auch sogar mit Unreal 3 problemlos darstellen können. Naja gut, ob einem das jetzt gefällt, ist Geschmackssache, gell? Fassen wir einmal zusammen, was wir wissen. A, wir wissen jetzt, es gibt dieses Spiel. B, wir wissen jetzt, was wir hier machen sollen. Ja, wir befahren quasi eine unendlich breite Autobahn und wir sollen versuchen, weißen Hindernissen auszuweichen. Ich habe leider nicht mal Level 1 geschafft. Wobei, komm. Das frustriert mich. Also das Problem ist immer kurz. Ich hatte den Eindruck, dass das gegen Ende, zu einem früheren Zeitpunkt schneller wurde, als wie ich das am Anfang ausprobiert habe. Komm, das ist witzlos. Also es mag Leute geben, die kriegen das voll geil hin. Ich gehöre da definitiv nicht dazu, zu diesen Leuten. Also die Einstellung ist auch buggig, oder? Ich kann
das ist jedes Mal Glückssache, auf was man das runterfährt. Weil ich kann jetzt den linken Pfeil drücken, wie ich lustig bin. Tiefer als 1 geht er nicht. Jetzt geht er nicht tiefer als 2. Ist ja auch geil. Gut, also wie gesagt, wir wissen jetzt, wie es aussieht. Wir wissen jetzt, was man hier macht. Ich bin vermutlich einfach zu alt für das Spiel. Ich bin vermutlich einfach eine Zielgruppe. Ich versuche mir das jetzt einfach einzureden, um zu erklären, warum ich nicht mal warum ich es noch nicht mal 3 Sekunden schaffe. Vielleicht mache ich auch was falsch. Ich habe vielleicht die falsche Technik. Also, es gibt halt diese zwei Anhaltspunkte. A, ich sehe ja diesen weißen Wand näher kommen, sodass ich rechtzeitig hoffentlich ausweichen kann. Und B, diese Verfärbung der Fahrbahn, dass wenn eine Wand sich nähert, sie rot wird und theoretisch links und rechts nebendran sollte mir angezeigt werden, beispielsweise rechts ist es rot, das heißt, der wird auch bald eine Mauer kommen, links ist es noch blau, also wechselt sich nach links. Ich hatte aber den Eindruck, dass diese Andeutung von blauer Farbe sich in dem Moment, wo ich auf diese vermeintlich blaue Strecke wechsle, instant rot wird und die Mauer ist da und batsch, bin ich tot. Vielleicht sollten sie für Menschen wie mich noch so einen Modus einführen, der irgendwie Noob-Modus heißt und es wird irgendwie rechts und links ein Smiley oder weiß der Geier was angezeigt, grüner Pfeil, roter Pfeil im Sinne von hier kommt jetzt auch gleich eine Wand und hier nicht, also bei grün idealerweise kommt jetzt, ist noch ein bisschen Zeit, bis die Wand kommt. Rot heißt, die ist jetzt eigentlich auch schon gleich genauso schon da wie bei meiner Fahrbahn. Ich weiß es nicht. An sich finde ich das ein interessantes Geschicklichkeitsspiel. Im Endeffekt entwickelt sich das aber rasant für mich zu einem reinen Glücksspiel, ob ich eine Fahrbahn erwische, auf die ich wechsle, die nicht direkt ins Verderben führt, oder ob ich da noch 2 Sekunden länger durchhalte. Ich würde sagen, es ist offensichtlich, da muss ich gerade husten und gleichzeitig lachen, es ist ganz offensichtlich ein Spiel wieder, wo ich nicht irgendwie 10 oder 11 Videos machen muss, bis wir verstanden haben, was das Spiel von uns will und wie sich das entwickelt. Ich würde sagen, hier wird es keine drastischen Änderungen im Spielkonzept mehr geben. Egal, ob ich auch vielleicht ins nächste Level es schaffen würde oder auch ins übernächste. Vielleicht ändert sich die Farbe oder die Doodle-Musik oder die ich glücklicherweise nicht höre, wenn ich es ausmache. Also, das ja, hier mal kurz als Einschub, ja, die Musik ist zwar grässlich dudelig, aber wenigstens kann ich sie ausmachen. Es gibt unfassbar viele Spiele, wo es leider keine Settings oder Options gibt, wo ich die Musik ausmachen kann oder von mir aus zumindest leiser oder irgendwas. Also ich hatte hier schon eine Menge Spiele vor mir, wo ich das grässliche Gedudel bei absolut übermäßig lauter extremer Lautstärke ertragen musste und dann hinterher dann erst die Tonspur ja, ich leide, ich will das an dieser Stelle mal unterstrichen haben, ich leide öfters mal für das Infarkter Gänseschief, ja, für die heilige Mission, empfinde ich körperlichen Schmerz von Zeit zu Zeit, ja, ich will es einfach mal festgehalten haben. So, ich will aber trotzdem mal sagen an der Stelle, wir haben genug gesehen, um zu wissen, was das für ein Spiel ist und ob einem das gefällt oder nicht und ich würde sagen, da brauchen wir uns nicht viel länger aufhalten. Ja, also ohne das jetzt böse oder wertend zu meinen. Also in dem Sinne, willkommen im Faktor Games Archiv, Barrier und ich zocke weiter ins nächste Spiel. Ich wünsche euch Spaß. Macht's gut, bis bald. Tschüss.